Leute, der Fernseher ist angekommen. Guckt mal, was das für ein Riesenteil ist. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Unverpackung drin. Der geht mir bis hierher. Hoffentlich haben wir uns da doch nicht verschätzt, dass der zu groß ist. Just do it. Für unter dem Fernseher hätte ich gerne eine Konsole. Ganz einfach, grau, ohne große Funktion. Und dachte, ich baue mir da einfach so einen Winkel. Winkel? Ja, ne? Ja. Winkel der so. 90 Grad Winkel. Also hinten kein Rückwand. Genau. So, wir sind ja gut ausgestattet jetzt. Momentan gibt es nämlich keine Zuschnitte im Baumarkt. Bisschen Spagat üben hier noch dazu. Sieht gut aus. Also die perfekte gerade Kante wäre ja schön, wenn das die ist, die oben ist. Ne? Also setz mal das jetzt so hin und das hier so da drauf. Meine Winkel. Ich setze die jetzt einfach hier dran an das schmalere, das 39 Tiefe. So, und dann klappe ich so und dann bohre ich es drüben fest. Oder? Ja. Ja, genehmigt. Scheiße. Da braucht man irgendwie ganz schön Kraft. Dann bohr vor. Also ich habe jetzt die in jedes zweite Hochkant gestellt. Das ist mal so und mal so. Ich bin mir, das hält dann besser. Wer weiß. Ich nehme es in der Mitte, weil sonst reiße ich mir da die Seitenteile wieder ab. Das wäre nicht so cool. Ich hatte gehofft, dass sich das ordentlich reinzieht, also dass das alles aufeinander sitzt ordentlich, aber es sind kleine Spalten entstanden. Darum gehe ich jetzt nochmal von außen rein mit einem Ansenker, dann verspachtle ich es einfach mit und dann sieht man es hoffentlich nicht. Aber dann hält wenigstens alles gut zusammen. Weiter. Weiter? Hm. Warum? Ganz schön stabil. Ich hatte gedacht, dass es mehr durchhängt und labiler ist. Schleifen macht schon immer Bock, obwohl ich so richtig in den Fingern merke, diesen Bitzel. Just do it. Also ich hoffe, das Zeug funktioniert wirklich so gut, dass man es am Ende nicht mehr sieht. Aber gut, das wird ja jetzt noch grundiert und dann kommt noch die Farbe drauf, also hoffentlich wird es schön glatt. So, ich habe schöne große Bilderrahmen besorgt, denn der Fernseher ist riesig und das muss ja auch irgendwie wirken. Ich habe Pinsel besorgt und dachte, ich male damit einfach mit schwarzer Acrylfarbe auf Packpapier. Das hebt sich dann nämlich so ein bisschen ab, also dann hat man diesen beigen Hintergrund direkt. Und Pinsel habe ich hier aus diesem 1-Euro-Shop, diese zum, ich glaube, die sind zum Saubermachen, zum Putzen. Die sind aber einfach dadurch, dass sie eben nicht so für schöne, gleichmäßige Wandfarbe gedacht sind, wunderbar grob. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ganz coole Effekte gibt. Can we take it back to 95? Before we have this drama? Ich dachte, wenn ich es ein bisschen größer mache, als das Bild tatsächlich ist, kann ich mir einfach den Teil rausschneiden am Ende, der am schönsten geworden ist. So kurz viel Farbe brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Wo es vielleicht sogar verdünnt ein bisschen Sinn macht hier im Moment. Ich probiere mal direkt mit dem ganz groben.
Also, das funktioniert so medium gut. Also, es sieht auf jeden Fall interessant aus, aber war nicht das, was ich mir gedacht habe. Jetzt ist die ganze Farbe da drin, aber sie wird nicht wirklich als hier abgegeben. Ist immer noch nicht so richtig geil. Also so wie hier vorne, hätte ich es mir eigentlich gedacht, dass es so richtig fette Pinselstriche sind. Ah, das sieht doch ganz geil aus. Das geht schon eher in die Richtung. Das hat was. Das heißt, oder gerade auch durch die Rillen, die durch die Pappe drunter entstehen. Aber vielleicht rolle ich einfach noch ein Stückchen aus und nehme die Pappe weg und mache es wirklich mal auf den Boden. Weil der Spritzschutz, den ich eigentlich erreichen wollte, ist sowieso irgendwie so ein bisschen, naja. Aber Acrylfarbe ist ja wasserlöslich. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich... Ich mache das Gefühl einfach. Ganz schön viel Arbeit, die in so ein einfaches Möbelstück fließt eigentlich. Ja, das ist glaube ich schon richtig gut. Hier sieht man noch so ein bisschen die Kante. Da muss man glaube ich noch mal drüber oder noch mal gut abschmirgeln hier. Frage, welcher Teil ist das schönste? Ich glaube, ich nehme einfach mal den Rahmen und simuliere mal. Das ist doch ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ob mir das nicht zu möbelig ist. Ja, beziehungsweise dass der hier so abgeschnitten ist. Aber wir können den natürlich hier so reinkommen lassen und den hier, dass man einfach den Wirbel hier unten drin hat. Muss es sich irgendwie gut vorstellen. Ja, das gefällt mir jetzt doch nicht so. Ich habe gedacht, man kann es ja auch andersrum drehen. Also, dass man es so rumnimmt. Und vielleicht sogar tatsächlich nur hier drüben diese Optik. Auf und zieh es nach unten ein bisschen glatt. Wir grundieren. So. Machen wir mal hier. Es ist zwar ein bisschen klein, aber wird schon gehen. Ich weiß, so macht man es nicht. Ui. Oh, da brauchen wir ganz schön viel, ne? Also, ich habe das jetzt gestern Abend noch hier so schön beschwert, weil sich das leider ein bisschen gewellt hat auf dem Backpapier. Jetzt gucken wir mal, ob sich das hat noch ein bisschen glatt drücken lassen. Oh. Also das ist so medium gut geworden. Jetzt ist es hier noch komplett gewellt. Ich überlege, ob ich es entweder nochmal probieren wollte. Ich habe das Gefühl, als ich gar nichts damit gemacht hatte, sah es eigentlich noch am besten aus. Oder ob ich es gleich auf einem besseren Karton probiere. So, und ich wollte gucken, also ich finde das Motiv eigentlich ganz cool geworden. Also irgendwie würde ich gerne wieder was Ähnliches hinkriegen. That shit was amazing. Das zweite würde ich auf weiß malen. Und zwar wollte ich da aus verschiedenen Punkten so eine Art Kunstwerk konstruieren, also so ein Muster. Das
Ist hier die richtige Tiefe? Ja, ne? Jetzt streichen wir in der Farbe meines Tops. Das ist ziemlich genau der gleiche Ton. Ich habe übrigens eine Kreidefarbe genommen, weil ich so ein schönes mattes Finish haben wollte. Ich dachte, das geht wahrscheinlich am besten mit Kreidefarbe einfach. Also ich bin sehr gespannt, wie das rauskommt am Ende auf dem Ding hier. Ja, Fuddel weg. Ich habe jetzt nachgelesen, dass das sich deshalb so wählt, also ist eigentlich klar, weil bestimmte Teile nass geworden sind, andere nicht, und die Fasern dehnen sich anders aus und ziehen sich beim Trocknen anders wieder zusammen. Darum soll es helfen, wenn man es nass macht und drüber bügelt, dass dann alles nochmal nass wird und sich gleich ausdehnt und gleich zusammenzieht. Irgendwie finde ich das nämlich, also dieses wild probierte am Anfang, wesentlich cooler als das zweite auf dem grauen. Und darum versuche ich es jetzt irgendwie immer nochmal zu retten. Könnte was helfen. Also man soll es einmal so trocken bügeln und dann beschweren. Almost done. Wie lange hast du dafür gebraucht? 5 Stunden oder sowas? Kommt das hin? Gestern? Gestern Abend auch noch. Heute Morgen. Sowas. So. Ich radiere jetzt nochmal oder versuche nochmal den Bleistift so ein bisschen wegzuradieren. Und dann bin ich fertig. Wie viele Punkte sind es? Ich habe nicht mitgezählt. Ihr könnt ja mal schätzen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte auf diesem Bild enthalten sind. Ich sage 3000. Gerahmt sieht sowas dann halt gleich auch irgendwie edel aus, ne? Obwohl es eigentlich nur Pünktchen sind, die ich hier 5 Stunden lang aneinander gesetzt habe. Sieht besser als gedacht. Geht eigentlich ganz easy. Das soll ja auch gut sitzen. Ich glaube, ich lehne es erst. Oh, jetzt habe ich auch noch andersrum gedreht. Aber ich dachte, ich lehne das erstmal hier an und mache das andere jetzt hier drüber.